Wie funktioniert eigentlich das Akkordeon? In diesem Video erfährst du alles Wichtige darüber. Das Akkordeon ist ein faszinierendes Instrument. Viele lieben es von ganzem Herzen, andere Leute finden es entsetzlich und verachten es. Als das Akkordeon vor fast 200 Jahren erfunden wurde, war es ein quäkendes kleines Kistchen. Aber es wurde sehr schnell sehr viel verbessert und inzwischen hat es sich überall Anerkennung verschafft. In Rock und Pop genauso wie im Jazz oder im klassischen Konzertsaal. Ich selbst komme ursprünglich vom Klavier und ich war begeistert, wie das Akkordeon mit mir zusammen atmet. Denn das ist ja das Besondere am Akkordeon. Die Klänge werden von Stimmzungen erzeugt, die ich mit dem Luftbalg zum Schwingen bringe. Mit dem Akkordeon habe ich die Musik ganz dicht an meinem Körper und ich kann rausgehen und die Musik zwischen die Menschen tragen. In diesem Video will ich dir ganz praktisch zeigen, wie wir mit dem Akkordeon umgehen. Aber vorher noch etwas zum Thema: Wie groß soll mein Akkordeon sein? Das ist ein typisches Instrument für den Unterricht mit Kindern. 6 mal 8 gleich 48 Bassknöpfe. Der Nachteil bei diesen Instrumenten, sie liefern meistens nur die hohen, etwas kindlichen Melodiestimmen. Akkordeons mit 72 Bassknöpfen sind für Erwachsene, Einsteiger und für viele Folklorespieler völlig ausreichend. Wer flexibler sein will und schon ein bisschen konzertant spielen, braucht ein größeres Instrument mit 96 Bässen. Für den Anfang ist das schon etwas groß. Wer klassische Literatur spielen will, braucht aber noch größere Instrumente, meistens 120 Bassknöpfe. Für den Anfang ist es am besten, wenn dir jemand ein kleines Instrument leiht. Erst wenn du schon eine Weile geübt und einiges gelernt hast, wird es Sinn machen, ein fabrikneues Instrument zu kaufen und dann lieber kein Billigprodukt, sondern ein wirklich gutes. Die italienischen Markeninstrumente sind nicht billig, aber dafür bekommst du auch Instrumente mit wirklich wunderschönem Klang. Ja, und hier seht ihr meinen Freund, Herrn Balzer. Er entdeckt gerade sein Akkordeon. Oh nein, Herr Balzer, nein, nein. Da kriegt jeder Akkordeonfreund einen Schreck. Was Herr Balzer nicht weiß, der Luftbalg ist unglaublich empfindlich. Er darf nicht undicht werden, darum darf man nicht ruppig damit umgehen. Oben und unten am Akkordeon sind kleine Schließriemchen. Diese kleinen Riemchen schützen den Balg und müssen unbedingt erst einmal geschlossen bleiben. Wir machen sie erst auf, wenn wir beginnen zu spielen, und schließen sie jedes Mal wieder, wenn wir das Akkordeon ablegen. Übrigens noch etwas, der Luftbalg darf auch nicht feucht werden. Du solltest niemals mit dem Akkordeon im Regen spielen. Der Balg ist ja teilweise aus Pappe und verträgt das nicht. Okay, jetzt hängen wir also erst einmal das Akkordeon um. Die Tasten natürlich nach rechts, die Knöpfe nach links. Stelle die Rückengurte nicht zu locker ein, damit du das Instrument gut führen kannst. Und auch den Seitengurt nicht zu locker. Die linke Hand wird durch den Seitengurt durchgesteckt, weit genug, damit die Finger bequem die Knöpfe drücken können. Oben auf dem Instrument ist eine Stellschraube dafür. Herr Balzer hat uns das eben gezeigt. Ja, das war unser erster Schritt, das Akkordeon kennenzulernen. Wir halten nochmal fest, für den Anfang besser ein kleines Instrument. Für den Anfang lieber leihen und Secondhand kaufen. Respektvoll mit dem Balg umgehen. Und den Rückengurt und die Seitengurte nicht zu lose einstellen. Okay, im zweiten Schritt kommt der Balg in Bewegung. Du hast das Akkordeon also jetzt umgeschnallt. Jetzt kannst du die Schließriemen oben und unten am Luftbalg öffnen. Wir haben schon darüber gesprochen, wie empfindlich der Balg ist. Darum ist jetzt der Luftknopf so wichtig. Man darf den Balg nie mit Gewalt auf- oder zupressen. Wenn kein Ton gespielt wird, benutzen wir diesen Luftknopf, um den Balg auf- oder zuzumachen. Man kann ihn leicht mit dem Daumen bedienen. Und schon kannst du ein paar erste Atemzüge mit dem Akkordeon machen. Nee, Herr Balzer, manche denken, sie müssen pumpen wie bei der Schulterübung im Sportstudio. Es geht viel leichter.
Wir folgen einfach in entspanntem Bogen der Schwerkraft. Ja, so macht es Sinn. Mache selbst ein paar große, entspannte Atemzüge. Erkunde, wie sich das anfühlt. Herrn Balzer macht das großen Spaß. Wir halten noch einmal fest, die Schließriemchen immer nach dem Spielen wieder schließen, den Luftknopf benutzen, wenn du das Akkordeon ohne Ton schließen willst und den Balg nicht waagrecht aufzerren, sondern in entspanntem Bogen der Schwerkraft folgen. Im nächsten Schritt gibt es endlich Musik, denn jetzt schauen wir uns die Tasten auf der Melodieseite näher an. Jetzt kümmern wir uns um die Melodietöne. Die Tasten entsprechen der Klaviertastatur, nur dass alles um 90 Grad gekippt ist. Zu deinem Gesicht hin liegen die tiefen Töne. Richtung Fußboden werden die Melodietöne immer höher. Wunder dich also nicht, wenn ein Musiker dich mal bittet, höher zu spielen, meint er die hohen Töne und deine Hand muss sich abwärts bewegen. Die Töne der weißen Tasten werden nach dem Alphabet bezeichnet. A, B, C, D, E, F, G. Aus bestimmten Gründen beginnt man heute nicht mehr mit dem Ton A, sondern mit dem Ton C. C, D, E, F, G, das nimmt man gerne als Tonvorrat für Anfängerstücke. Herr Balzer zeigt uns mal die Töne. Wenn wir spielen, setzen wir die Finger nebeneinander. Jeder Finger bedient seine Taste. Wir lassen die Hand rund und entspannt. Ja, so sieht es großartig aus. Wir können die Töne in Notenschrift festhalten. C, D, E, F, G. Die Ziffern über den Notenzeichen geben an, welcher Finger den Ton spielen soll. Die Finger werden einfach durchnummeriert. 1 bezeichnet den Daumen, 2 den Zeigefinger und so weiter. Das ist eine wichtige Hilfe beim Spielen. Ja, das ist unser Tonvorrat für den Anfang. Was Noten betrifft, schade, bei manchen Lehrerinnen und Lehrern fängt der Unterricht direkt damit an, dass man jeden Ton von Notenzeichen ablesen muss. Ich fände es viel schöner, wenn wir am Anfang mit Zeigen und Nachmachen arbeiten können, so wie wir es auch hier in diesem Video machen. Die Noten kommen ja früh genug dazu. Denn wer ernsthaft Musik macht, soll natürlich dann auch Noten lesen können. Gleich zeigen wir dir eine vollständige Melodie, die du selbst auf dem Akkordeon probieren kannst. Aber vorher noch etwas zum Klang des Akkordeons. Denn da gibt es eine Besonderheit. Akkordeons bieten uns verschiedene Klangregister. Die schlichte Einzelstimme. Der Schwebeklang, das sogenannte Tremolo. Hier klingen zwei Stimmen zusammen. Bei kleinen Instrumenten ist hier schon Schluss. Größere Akkordeons bieten dir auch die tiefen Klänge, die sonorer klingen. Zum Beispiel die tiefe Einzelstimme. Und das Oktavregister, auch Bandoneon genannt. Für Anfängerstücke ist das Tremolo-Register mit dem schwebenden Klang besonders beliebt. Probiere ruhig selbst ein wenig auf den Tasten. Entdecke, wie du mit dem Luftbalg die Töne lauter und leiser machst. Probiere, ob du selbst eine schöne Melodie findest. Herr Balzer ist schon mitten dabei. Wundere dich nicht, vorhin haben wir dir die Töne C, D, E, F, G gezeigt. Jetzt hat sich Herr Balzer andere Lieblingstöne ausgesucht. Ja, warum eigentlich nicht? Kannst du natürlich auch machen.
Wir fassen noch einmal zusammen. Die Tastatur ist gekippt. Die hohen Töne liegen zur Erde hin. Zahlen an den Noten zeigen dir den günstigen Fingersatz. Registerschalter variieren den Klang. Ja, und in den nächsten Schritten zeigen wir dir eine einfache Anfängermelodie auf den Tasten. Jetzt zeigen wir dir eine kleine Melodie auf den Tasten. Ich stelle dir hier schon mal die ganze Melodie im Zusammenhang vor. Das werden wir Abschnitt für Abschnitt probieren. Hier kommt erst einmal unser erstes Motiv. Erst geht es aufwärts, C, D, E, dann wieder abwärts, E, D, C, danach zweimal lang der Ton E. Herr Balzer führt uns das ganze Motiv mal vor. Ja, das passiert vielen beim ersten Mal. Sie bewegen den Luftbalg panisch hin und her. Damit reißt du den ganzen Klang auseinander. Darum ist es von Anfang an wichtig, Töne, die zusammengehören, spielen wir auch im gemeinsamen Atemzug. Hier siehst du noch einmal die Notenzeichen. Diesmal zeigen die kleinen Balgzeichen für auf und zu, wann du am besten aufziehst und zudrückst. Herr Balzer, bitte sehr. Ja, das war sorgsam, achtsam, perfekt. Kompliment, Herr Balzer. Probiere das gleich selbst. Übereile dich dabei nicht. Am besten spielst du es gleich ein paar Mal hintereinander. Man muss sich ja dran gewöhnen und du wirst sehen, wie es jedes Mal ein wenig glatter funktioniert. Und noch ein Tipp, versuche möglichst bald, dir den Melodieproben einzuprägen. Geistig, haptisch, aber auch vom Klang her, damit du ihn bald auswendig kannst. Wenn du später mehr Erfahrung hast, wirst du auch größere Atemzüge machen. Aber es bleibt bei dem Grundsatz, was in der Melodie zusammengehört, spielen wir im gleichen Atemzug. Wir reißen unsere Melodien niemals durch unkontrollierte Balgwechsel auseinander. Das ist eigentlich der schlimmste und verbreitetste Anfängerfehler überhaupt am Akkordeon. Wir halten noch einmal fest. Hetze dich niemals, wenn du etwas Neues lernst. Die Hand bleibt so ruhig und entspannt wie möglich. Legato spielen, binde jeden Ton an den nächsten. Und wir zerreißen unsere Melodien nicht durch unkontrollierte Balgwechsel. Ja, hier wiederholen wir noch einmal das erste Motiv unserer Melodie. Das zweite Motiv beginnt genau wie das erste, aber statt der langen Töne E spielst du jetzt zwei lange D. Herr Balzer führt uns das vor. Und probiere es selbst. Das dritte Motiv ist verschoben. Es beginnt mit dem Zeigefinger und es geht mit den Tönen D, E, F rauf und runter. Die beiden Abschlusstöne liegen auf dem Ton F, vierter Finger. Herr Balzer führt uns das vor.
Und auch das letzte Motiv beginnt wieder mit dem Zeigefinger. Aber als Abschluss spielst du diesmal zwei lange C mit dem Daumen. Herr Balzer führt uns das wieder vor. Ja, danke schön. Damit du alles im Zusammenhang üben kannst, kommt hier für dich die ganze Melodie im Notenfilm. Herr Balzer führt uns das auch noch einmal vor. Oh, aber er hat recht. Wir haben alle eine kurze Pause verdient. Du schaffst das auch selbst im Zusammenhang. Du kannst ja das Notenmovie noch ein paar Mal laufen lassen. Oder noch besser, vielleicht gelingt es dir jetzt schon, das Ganze auswendig zu spielen. Wenn es für dich besser ist, ein Skript mit den Noten zu haben, kannst du dir das PDF ausdrucken, das zu diesem Video bereitsteht. Dort sind alle wichtigen Informationen der ersten Schritte zusammengefasst und du findest auch unsere komplette Melodie in der Notendarstellung. Der Link steht bei YouTube hier in den Kommentarzeilen, am Laptop hier unten bzw. hier rechts. Wir wiederholen noch einmal die Tipps aus dem letzten Abschnitt. Hetze dich niemals, wenn du Neues lernst. Die Hand bleibt so ruhig und entspannt wie möglich. Wir zerreißen unsere Melodien nicht durch unkontrollierte Balkwechsel. Wir spielen neue Melodien langsam und ruhig. Wir spielen neue Passagen gleich mehrfach, damit wir sie uns einprägen. Das sind Ratschläge, die nicht nur für unsere Einführung gelten. Alle, die ein Instrument lernen, müssen sich immer wieder drauf besinnen, egal ob Anfänger oder fortgeschritten. Ja, damit ist dieser Teil des Videokurses zu Ende. Im zweiten Teil wird es noch einmal richtig spannend, denn dann schauen wir uns die Knöpfe der linken Saite an. Sie liefern uns Basstöne und Akkorde, sodass wir unsere Melodien selbst begleiten können. Hat es dir bisher gefallen? Dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Die Infokarte oben oder gleich im Abspann bringt dich direkt zur Fortsetzung. Also, gleich geht's weiter. Bis dann! Thank you.